Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ich bin euer Albtraumbade und wir spielen The Inner World, der letzte Windmönch. Ja, der zweite Teil der Reihe. Ich muss auch sagen, Point-and-Click-Adventure wie das hier. Ich habe, glaube ich, bisher noch nie eins gespielt. Aber wollte ich dann jetzt mal ausprobieren. Und ich würde auch sagen, wir fangen direkt mal an. Passiert etwas? Ja. Ja, ich habe den ersten Teil davon leider auch nur gesehen. Von allen Welten, die ihr euch vorstellen könnt, ist die, von der ich euch jetzt erzählen werde, wohl die seltsamste. Aspusien liegt inmitten des unendlichen Erdreiches. Ein großes, rundes Loch. Bewohnt von den gestreiften Asposern. Beatmet von nur 4 Windbrunnen. Seit jeher wurden diese Quellen von den Windmönchen bewacht. Sie waren eins mit dem Wind. Und manchmal auch mit dem Glücksspiel oder dem Wurzelbier. Wie bei jedem anderen Volk erzählte man sich Geschichten über den Ursprung des Windes. Die Geschichte von gigantischen Windgöttern, die Asposien beatmeten, schien den meisten einzuleuchten. Man nannte sie die Basilen. Trotzdem waren alle sehr überrascht, als die Viecher dann plötzlich aus dem Brunnen kamen und anfingen, Asposer zu versteinern. Der Windmönch Conroy übernahm die Herrschaft. 15 lange Jahre beschützte er die Asposer vor den Windgöttern. Er predigte Entsagung und Gehorsam, um die Götter milde zu stimmen. Es waren dunkle Zeiten. Nun sollte man aber wissen, dass das absolute Humbug war. Es gab keine Götter. Conroy hatte die Viecher selbst gebaut, um das Volk mit Angst und Terror zu beherrschen. Bis ihm schließlich vor 3 Jahren von einem jungen Helden ein Ende gesetzt wurde. Und die wahre Geschichte hinter dem Ursprung des Windes? Die heilige Dynastie der Flötennasen beatmet Asposien seit Anbeginn der Zeit. Sie leben versteckt im Wald und spielen das Lied des Windes. Ein Geheimnis, das lange Zeit gut behütet blieb. Seht ihn euch an! Schaut in seine linkischen Augen! Seht ihr, was ich sehe, meine Brüder und Schwestern? Einen Verräter, einen Mörder, einen abscheulichen Witz der Natur. Er und seinesgleichen waren es, die mit ihren Nasen die Basilen beschworen haben, die ihre versteinernden Blicke auf unschuldige Asposer gelenkt haben. Sie haben unseren Abt Conroy ermordet, feige ermordet. Jahrelang hat er uns vor den Basilen geschützt. Wie ein Vater, seine Hände über uns gehalten. Er hat die Basilen besänftigt, die sie auf uns losgelassen haben. Mein Name ist Serophius Cedur Cantate, 2. Unterflötist. Meine ewige Aufgabe ist es, das Windlied zu spielen und das Leben in Asposien zu erhalten. Durch unsere Dynastie atmen die Brunnen. Wir sind ein Werkzeug des Windes. Was hat die Flötennase gesagt? Lauter! Nein, bitte! Ihr werdet alle ersticken, wenn wir unser Lied nicht spielen können. Seid ihr alle vollkommen bescheuert? Conroy war böse. Conroy war unser Retter. Er ist für uns im Kampf gegen diese Unwürdigen gestorben. Aber wir werden ihn zurückholen, meine lieben Brüder und Schwestern. Und das Erste, das unser Abt Conroy sehen wird, wenn wir ihn endlich entsteinert haben, wird sein, wie alle Flötennasen, alle in den Windbrunnen geworfen werden. Ihr bringt euch alle um. Kapiert ihr nicht, dass Conroy die Basilen selbst gebaut hat? Unser König wird kommen. Er wird den Einklang bringen. So will es die Prophezeiung.
Er wollte schon wieder einen Basilen beschwören. Buh! So wahr ich hier stehe, meine Brüder und Schwestern, als Conroys Vertreter. Wir werden auch die letzte Flötennase finden und wir werden ihnen ein Ende setzen. Und dieser König soll nur kommen. Ihn werden wir als Ersten in den Brunnen stoßen. Interessant, was aus der Rettung dieser Welt geworden ist. Allerdings muss ich und sagen... Und das ist er, der König von Asprosien. Robert, versteinert, hilflos, allein. Aber er ist nicht ganz allein. Seine treue Taube ist da, um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien. Willkommen. Möchtest du eine Einführung in die Spielsteuerung bekommen? Ja, mach mal. Wow, das ist es. Rätselhilfe ist auf R2, die werden wir auf jeden Fall nicht benutzen. Inventar öffnen, abbrechen, X bestätigen. Mit Viereck Hotspots anzeigen. Kontextmenü öffnen. Ne, Dreieck ist Hotspots anzeigen. Das steht hier aber anders. Ah, wird schon gehen. Ah, Dreieck ist das Inventar. Also Viereck die Hotspots. Ah, jetzt haben wir Hotspot-Tür gewählt. Das sieht aus, als würde es mich fressen. Töpfen wir mal gegen den Ameisenbau. Fräßige Biester. Wurzellurch. Was passiert, wenn wir den an? Den piekst er nicht an. Also erst die Tür. Und dann. Und jetzt hier. Da pflanzt das Wasser raus. Was bringt mir das? Irgendwas wurde rausgespült. Läuft ein Messer? Pfütze. Nö. Yay, ein Entsteigerungsauge. Sehr merkwürdig hier alles. Vor allem jetzt hier auch alles voll mit den... Alles besetzt durch die Ameisen da oben. Dostan. Was haben wir hier noch? Haben wir hier noch irgendwas? Haben wir so? Seht ihr noch mal was? Nö. Der regelt auch nicht mehr. Okay, jetzt schon das erste Mal, wo es hier nicht mehr so läuft.
Na. Okay, ich muss also irgendwie die anderen... Ich hatte die ganze Zeit nicht gesehen. Mit der Augenklappe. Ah. So, das Fährstellungsauge nehmen. Dann kriegt die Blüte hier das Fährstellungsauge. Hier muss das andere auch noch. Ah, verdammt. Falsch. So, nehmen wir uns das. Geben dem das. Ach, verdammt. Der kriegt das Versteinerungsauge, kann deswegen dann von dem hier nicht mehr das Entsteinerungsauge kriegen. Hurra. Und dann haben wir beide. Läuft doch. Ach Quatsch, kommt ja da oben rein. Ja, Steuerung ist doch etwas hakelig und ungewohnt. Wie gesagt, ich bin auch nicht Point-and-Click-Adventure erfahren. Hurra! Gut geschlafen? Was? Wo bin ich? Wer bin ich? Ich erinnere mich nur noch, dass ich in den Wald gelaufen bin. Dann bin ich über einen Basilen gestolpert. Danach habe ich einen Lichtblitz gesehen. Oh Mann, ich muss mich selbst versteinert haben. Wer du bist? Du bist Robert. Erinnerst du dich nicht? Woran? Du bist eine Flötennase. Der Sohn des Königs, der Thronerbe. Klingelt da nichts? Conroy hat dich als Baby vor 18 Jahren entführt, als er alle Flötennasen versteinert hat. Du bist bei ihm aufgewachsen, ohne zu wissen, dass dein Vater der König war? Conroy? Ich dachte... Ja, richtig. Was soll ich noch mit dir machen? Ich hab dich großgezogen wie einen Sohn, und wie dankst du es mir? Du malst das jetzt so lange, bis das ordentlich aussieht. Und was soll das mit den ganzen Blümchen? Was bist du, ein Mädchen? Robert, Junge, hör mal, ich sag es dir vielleicht nicht oft genug. Aber du musst dich gar nicht wundern, dass deine Eltern dich ausgesetzt haben. Super Vater. Niemand wollte dich. Und wenn ich dich nicht als Baby von der Straße aufgelesen hätte, wärst du jetzt tot. Aber jetzt bist du hier und das ist eben so. Na komm, jetzt spiel mein Lied. Ja, da wird man so ein bisschen kirre. Ja, richtig. 15 Jahre lang. Naja, du hast ihn ja besiegt. Kopf hoch, Junge. Nun frage ich mich allerdings, warum du hier so im Wald herumstehst, anstatt endlich König zu sein. Ich hatte nur das Gefühl, dass ich vielleicht nicht würdig bin, König zu sein. Ich würde so weit gehen zu sagen, du bist nicht würdig, ein Schuhputzer zu sein. König. Was war das? Nein, sei still. Was? Mit wem hast du gerade geredet? Mit niemandem. Sicherlich nicht mit Conroys imaginärer Stimme in meinem Kopf. Okay. Hör auf zu träumen und hör mir zu. Die Flötennasen sind in Gefahr. Und du weißt, wenn es euch nicht mehr gibt, dann gibt es bald keinen Wind mehr. Oh nein. Da sagst du was, Junge.
Aber es gibt Hoffnung. Es existiert eine uralte Prophezeiung. Die Sage vom Einklang. Alle Flötennasen und alle Asposer werden in Glück und Einigkeit im Wind miteinander leben. Aber der, der den Einklang bringen soll, versteckt sich. Du musst ihn finden. Begib dich auf die Suche nach dem letzten Windmönch. Nur so kannst du Asposien retten. Retten, 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 retten. Wartet! Wo soll ich anfangen zu suchen? Oh, der letzte Windmönch befindet sich auf der anderen Seite Asposiens. Da fährt, glaube ich, eine Seilbahn von Wollingen aus. Die 8 mit einmal umsteigen, soweit ich weiß. Aber frag lieber noch mal nach. Alles klar. Danke. Du bist vollkommen allein, mein Junge. Hör auf! Du bist versteinert! Lass mich in Ruhe! Niemals. Ich bin ein Teil von dir. Konzentrier dich, Robert. Du musst Asposien retten. Schon wieder. Das wirst du niemals schaffen. Und das weißt du auch. Mit L3 kannst du die Charaktere wechseln. Wow. Ja, die Frage ist jetzt, ist es wirklich Conroy, der dazu spricht? Ich immer noch alles am Wählbar. Hallo, jemand zu Hause? Sieht verlassen aus. Ich müsste jetzt ja eigentlich dann erstmal nach Wollingen. Das Schild da sieht wollig genug aus, dass das sein dürfte. Komm ich hier lang? Nö. Ist jetzt die Frage, wie komme ich denn nach Wollingen? Was für eine seltsame Pflanze. Einfach voll seltsam. Ha, Mist! Er ist zu biegsam. Schwere Baumfrucht? Wirklich interessant. Jetzt muss ich erstmal noch so ein bisschen. Ey, nicht das. Das da. Damit warte ich, bis meine Arme dreimal so lang sind. Das muss ich so sagen. Finde ich schön, fand ich auch beim ersten Teil schön. Dass du auf so viele diese Sachen, die du hier, die hier gesagt werden können, so viele Antworten auch gibt. So, kann ich jetzt hier mit dem Zahn irgendwas anfangen? Die ist festgewachsen. Also nicht so diese generischen Antworten, das geht jetzt nicht, sondern. Warum sollte ich das tun? Damit sie dich nicht mehr ärgert. Dass man da nicht nur so generische Antworten hat wie, das kann ich nicht. So komme ich da auch nicht dran. Ich bräuchte etwas Fliegendes. Ja, die Erklärung ist einfach. Der Hinweis war deutlich. So, schwere Baumfrucht nehmen. Weil die Versteinerungsaugen kann man auch immer gebrauchen. Vielleicht kriegen wir sie so. Könnte man machen oder lassen. Dann nicht. Ja, warum jetzt Xena World als Point-and-Click-Adventure, wo ich es ja eigentlich so auch gar nicht. Es ist auch nicht unbedingt das, was typischerweise ich auf meinem Kanal habe. Oh, wie hübsch. Aber, ja, ich wollte es halt mal ausprobieren, so ein Spiel zu spielen. Okay, das hier geht also alles nicht. Eine Pfütze. Ich kann mich darin spiegeln. Hallo, Robert. Eine Tür. Wie hübsch. Ja, so ein paar generische Antworten sind halt doch da. Ich möchte keinen Ärger. Was könnte ich denn hier jetzt noch machen? Ich könnte den Farn versteinern, dann
wäre der nicht mehr so biegsam. Ha, Mist! Mit dem Stoßzahn abmachen? Damit bekomme ich den Farn auch nicht abgebrochen. So, ich werde erstmal wieder die Versteinerungsaugen hier beim Asmodia einsetzen. Quatsch. Asmodia? Basyl. Müsste aber eigentlich eins reichen, oder? So, ja, mit dem Auge. Ey, nicht darauf picken. So, jetzt sollte Robert da wegkommen. Ah, das geht doch wieder nicht gut. Okay, arbeitet sowieso nicht mit nur einem. Also mit nur einem Auge, aber... Die Fahne kriege ich jetzt hier trotzdem nicht ab. Damit bekomme ich den... Da unten scheint ein Weg lang zu führen. Ja, da wollen wir auch hin. Womit könnte ich denn noch irgendwie was machen? Der Ameisenbaum mit dem Stoßzahn. Das brauche ich dringender als Sie. Der Ameisenbaum mit dem... Das brauche ich dringender als Sie. Könnte man machen? Ach Mann. Gerade ist angefangen. Später. Wobei, nein, auch da nicht. Bis jetzt nur das Gequatsche. Und dann komme ich nicht mehr weiter. Später. Zu wenig zum Baden. Und was passiert, wenn wir die schwere Baumfrucht ins Wasser legen? Vielleicht später. Wobei, nein, auch da nicht. Problem ist ja, wenn ich jetzt da einfach wieder das zweite Versteinerungsauge einsetze, dann wird Robert ja einfach nur wieder versteinert. Vielleicht später. Ich habe ja noch die Vermutung, dass das irgendwas zu tun hat mit dem Viech, das da hinten immer lang läuft, das so messerartig aussieht. Dass ich nur nicht irgendwie dazu kriege, dass es hier irgendwas macht. Bringt so nichts. Der, ich glaube, Wurzeldurch war's, hat auch keinen Bock mehr. Gewalt ist keine Lösung. Versuchen wir es dann halt doch mal mit dem... Ach, nicht so. Man kann eher die schwere Baumfrucht da reintun. Nö. Ach, jetzt wieder so falsch geklickt. Die Steuerung ist noch etwas hakelig für mich. Geht zwar davon aus, dass wir einen Robert wieder versteinern. Wenn ich es irgendwann mal richtig klicke. Versteinerungsauge rein. Wie gesagt, ich gehe ganz fest davon aus, Robert wird jetzt wieder versteinert. Nee, doch nicht. Ich habe mich die ganze Zeit gegen den Plan gewehrt. So. Versteinert ist der Farn ziemlich stabil. Dann kommen wir damit vielleicht sogar hier hinten drüber. Ja.
benutzen. Das ist mir zu wackelig. Ich müsste den Farn befestigen. Du hast Sorgen. Können wir das vielleicht kombinieren? Erinnern mich an Hammer und Meißel. Okay, jetzt brauche ich nur noch was zu meißeln. Wenn der mir da schon diesen Hinweis gibt. Ich glaube. Okay, ja. Ich muss den Farn irgendwie befestigen. Sagt er mir vielleicht was dazu? Sieht beinahe aus wie eine Leiter. Das ist mir zu wackelig. Der Stoßzahn steckt nur lose im Spalt. Dann jetzt. Vielleicht kann ich damit den Stoßzahn fester in den Boden klopfen. Tja, so kommt man auch nach unten.